Hallo, hier ist die Ute von E-Book-Sofa. Heute mit einem wirklich super süßen Buch. Herrchen will nur spielen. Also, ehrlich, ganz ehrlich, Sie werden lachen, Sie werden teilweise schallend lachen und des Öfteren werden Sie sich dabei erwischen, wie Sie einfach nur schmunzeln. Worum geht es in diesem Buch? Das Leben ist zu kurz, um brav zu sein. Aufzeichnungen einer aufmüpfigen Hündin. Ja, Sie haben richtig gehört. Eine aufmüpfige Hündin. Wie stelle ich meine Ohren auf optimalen Durchzug? Welche Wälztechniken sind im fiesen Häufchen besonders zu empfehlen? Und wie bringe ich Frauschen zum Verzweifeln und Herrchen an den Rand des Wahnsinns? Das sind beispielsweise einige brennende Fragen, die den Hund von heute bewegen. Die hilfreichen und sehr unterhaltsamen Antworten gibt Fräulein Rottmeier in Herrchen will nur spielen. Jetzt habe ich mir gedacht, ich werde jetzt einfach mal eine kleine, ganz kleine Geschichte mal kurz vorlesen, damit Sie eine Ahnung bekommen, wie wirklich wunderschön dieses Buch ist. Also, eine kleine Geschichte, Sie finden diese auf der Seite 30, da geht's los, und sie geht bis Seite 32. Ach übrigens, das Buch ist 160 Seiten stark. Also, fange ich mal ganz kurz an. Didi sucht ein neues Zuhause. Hi, Rotti, ich bin ein Drecksack. Sehe aber zuckersüß aus. Morgen holt mich meine neue Tulla aus dem Tierheim ab. Wie verhalte ich mich? Freiheit für alle? Didi. Fräulein Rottenmeier antwortet jetzt natürlich dem Didi. Hallo Didi. Das Zauberwort heißt Probezeit. Bleib wie du bist, aber lass erstmal ein halbes Jahr nicht die volle Sau raus. Gruß Fräulein Rottmeier. So viel Zeit muss sein. So. Ein paar Tage später schreibt Didi: Hi, Fräulein Rottmeier. Ich nochmal, der Drecksack. Danke für deinen Tipp. Alles läuft super. Ich habe das Haus voll im Griff. Trulla geht nur dahin, wo ich will. Und Heinz ist etwas bockig. Den musste man erstmal ordentlich in die Hand zwicken. Jetzt gehört seine Bettseite aber auch schon mir. In den Garten traut sich keiner mehr. Im Wald kann ich machen, was ich will, und das Essen ist spitze. Alles Gute, dein Didi. Beide riechen seit gestern ein bisschen nach Tierheim. Was hat das zu bedeuten? Holen die noch einen Kumpel hierhin? Fräulein Rottmeier Antwort, da hat natürlich nicht lang gedauert. Himmel, Arsch und Zwirn, Didi. Wenn ich ein halbes Jahr sage, meine ich ein halbes Jahr und nicht einen halben Tag. Die waren höchstens im Tierheim, um sich nach deinen Rückgabemodalitäten zu erkundigen, aber garantiert nicht, um sich einen weiteren Vollidioten wie dich ans Bein zu binden. Du hast den Bogen mal wieder total überspannt, mein Lieber. Ob da noch was zu retten ist, kann ich nicht sagen. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Die Geschichte geht natürlich noch ein bisschen weiter, aber lesen Sie weiter selber nach, denn das Ganze endet weiter auf der Seite 32, in welchem Buch? Natürlich in Herrchen will nur spielen. Also, ich kann nur sagen, ein wirklich wunderschönes Buch. Es wird Sie wirklich zum Schmunzeln, nein, ich sage einfach mal zum Lachen bringen. Und ja, seit geraumer Zeit betreibt Fräulein Rottmeier einen kleinen Kummerkasten für Hunde, die mit der Erziehung ihrer Menschen Schwierigkeiten haben. Fräulein Rottmeier erhält hierzu täglichst viele, viele Hilferufe aller Art. Getreu ihrem Motto, nur ein Schaf ist brav, hat die erfahrene Hündin für jedes Problem die passende Lösung. So gilt beispielsweise für einen anständigen Hund die Regel, niemals am Tümpel direkt das Fell ausschütteln, sondern stets damit zu warten, bis man in der Wohnung ist. Für dieses Buch gibt Fräulein Rottmeier erstmals all ihre Tricks preis, wie Hunde die albernen Erziehungsversuche ihrer Zweibeiner erfolgreich torpedieren, einfallsreich, witzig und frech. Also, nochmals, Erscheinungstermin ist ganz frisch gewesen, war der 26.03. und ich kann nur sagen, das Buch freut sich, bald bei Ihnen zu Hause anzukommen. Bis dahin, viele liebe Grüße, die Ute von E-Book-Sofa.